Das heißt, er hat immer Spaß am Spiel, aber es ist einfach für einen. Ich habe aus Versehen 4-0 eingetreten. Ich wusste noch nicht mal, dass es geht. Ja, ich. Oh!
4. Ja, gut. Also halt im Griff, ja. Ja. Es ist nicht so schwer, man versteht es relativ schnell. Okay, danke. Also du wirst jetzt vielleicht noch etwas verwirrt sein, aber das wird sich legen. Nächstes Mal, wenn Heide dabei ist. Heide kann es erklären. Die beiden Hardplayer, die wir gelernt haben, von Alex Twitter-Thread. Die beiden haben kein Hirn und keinen Körper, sie haben nur ein Herz. Hast du letztens Longos-Tweet gesehen? Nee. Dass die Smash Ultimate German so richtig faul ist und so. Oh geil, deutsche Leffen. Ja, ne? Und dass man Hashtag Region grindet, so schreibt, aber dann nicht grindet und so. In Deutschland gibt es nicht so krass kontrovers, oder? In Ultimate? Nee. Nö, ich glaube nicht. Die sind ja alle alte Männer und Freunde. Das Einzige war für ein Coding. Ja, ich habe von dem auch nicht so viel mitbekommen. Ja, aber der ist doch auch literally irgendwie 14 oder so. Ja. Lass den halt ein Kind sein. So. Deutsche Leffen. Deutsche Leffen, ja. Ja. Ja, so eine Back-Air-Aim, die nimmt man schon mal gerne mit. Und noch, also das waren jetzt, glaube ich, 4 Back-Airs hintereinander. Ja. Viel mehr brauchst du nicht, wenn du Fox bist und Falcon auf dich zukommt. Völlig hilflos mit seinen Armen nach der Kante greifen. Oh, die Seite, das hat er von Michele gelernt. Ich schwöre übrigens, dieser letzte Stock gegen Michele, der wird wieder nicht auftauchen in dieser Slippy-Ding. Ich schwöre auf alles, der wird nicht auftauchen. Und so, ja. Bestimmt, weil ein Brain verpasst hat. Dennis, du hast wieder keine Kombos gemacht. Achso. Ich glaube auch, Jan kann heute auch richtig gewinnen, wie er gespielt hat schon. Er muss aber erstmal an mir vorbei, Kollege. Und dann kann er spannend. Oh, okay. Oh, das war schon 3-0.